Bis mir dann aufgefallen ist, das Gelände, wo ich gerade war, ist militärischer Sicherheitsbereich. Grüß euch, Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit mir unterwegs seid und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freunde, ich habe was zu erzählen. Und zwar habe ich einen neuen Partner. Link dazu ist in der Beschreibung. Motorrad Finkel. Und das sind echt coole Jungs. Schaut's da mal vorbei. In nächster Zeit werden jetzt Videos mit diesem Händler zusammenkommen. Was heißt mit diesem Händler zusammen? Ich werde Motorräder fahren, die dieser Händler hat, davon Testvideos machen und euch davon berichten. Und ich rede auch gar nicht lang um den heißen Brei herum. Wir fahren heute die T7. Die Yamaha Tenere 700. Das ist wieder das erste von drei Videos. Hier geht es um den ersten Eindruck. Hier kommen keine technischen Daten. Hier kommen keine Fakten. Nix. Es geht nur um den ersten Fahreindruck. Das zweite Video, da geht es dann um die Performance, den Sound und die Höchstgeschwindigkeit vom Bike. Auch wenn es bei dem Bike nicht wirklich wichtig ist, wie schnell das Ding geht. Ich möchte trotzdem mal wissen, wie sie sich bei hohen Geschwindigkeiten verhält. Und das dritte Video handelt dann von der Technik vom Bike und mein persönliches Fazit zu dem Teil. Optisch muss ich sagen, gefällt sie mir. Sie ist jetzt nicht das schönste Motorrad auf dem Markt, aber für die Klasse finde ich sie schon ganz schick. Gut, Kennzeichenhalter, klar. Der ist halt immer klobig, immer riesig. Der muss auf jeden Fall geändert werden. Und der Auspuff vielleicht. Ich bin sie jetzt schon ein paar Meter gefahren, hierhin. Und klingen, muss ich sagen, tut sie sehr, sehr gut. Das auf jeden Fall. Was mich auch übelst fast schon irritiert, ist die Lichtmaske. Das schaut richtig nach so einem Alien aus. Krank. Finde ich richtig gut. Und dann quatsch mal gar nicht lange weiter. Ich steige jetzt mal drauf und dann mache ich mal den Motor an und dann schauen wir mal, wie sie so klingt. Sitzhöhe ist in Ordnung für so ein Motorrad. Ich hätte nicht gedacht, dass ich runterkomme. Ich bin 1,71 groß und ich komme mit beiden Füßen nur mit den Zehenspitzen auf dem Boden. Wenn ich ein bisschen seitlich rutsche, so wie man es bei so einem Motorrad halt macht, dann komme ich gut runter. Das ist eigentlich echt in Ordnung. Was mir auffällt, ist, dass der Hebel, der Kupplungshebel, etwas weit nach unten geht. Der müsste meiner Ansicht nach etwas weiter nach oben ziehen. Der zieht so in Richtung unter den Griff. Aber so ist der Hebel. Der ist nicht... Ah, doch, der ist ein bisschen verbogen. Ein bisschen ist er verbogen. Okay, alles klar. Nee, normalerweise ist es nicht so. Dann lass mal Schätzchen mal an. Das ist eine nette Begrüßung vom Display. Die klingt schon echt gut. Die klingt wirklich gut. Dann fahren wir mal los. Wie könnte es auch anders sein? Ich sitze natürlich bequem drauf, ganz klar. Ich habe eine sehr aufrechte Sitzposition. Also ich sitze wirklich brutal aufrecht drauf. Fast schon gerade mit dem Oberkörper. Ich habe eigentlich gar kein Gewicht auf dem Lenker. Ich vertraue den Reifen nicht so ganz, muss ich sagen. Da das halt so eine Art Stollenreifen sind. Das sind mehr so Offroad-Reifen. Und da bin ich noch ein bisschen vorsichtig in den Kurven. Ich muss mal gucken, wie es beim Performance-Test dann später ist mit der Kurvenlage und so. Wie viel ich mir da persönlich zutraue, weil ich nicht glaube, dass die Reifen bei den Temperaturen so abartig gut funktionieren, um ehrlich zu sein. Wir haben auf jeden Fall einen Blipper, aber wir haben keinen Quickshifter. Also es ist schon wirklich ein sehr entspanntes Fahren, muss ich zugeben. Es ist wirklich sehr entspannt. Was mir auch auffällt, sie fällt wirklich direkt in die Kurve. Das kann man jetzt bei den Geschwindigkeiten zwar nicht so gut sagen. Nein, also Quickshifter hat sie nicht, aber einen Blipper hat sie. Das ist schon mal cool. Wobei ich das auch noch nie gesehen habe oder gehört habe, dass du zwar einen Blipper hast, aber keinen Quickshifter. Also kupplungsloses nach unten schalten, aber kein kupplungsloses nach oben schalten. Oder ich bin einfach nur dumm. Das kann natürlich auch sein. Was ich sagen wollte, sie fällt schon wirklich in die Kurve. Also die Reifen sind wirklich sehr, sehr schmal. Lassen auf jeden Fall ein hohes Maß an Wendigkeit zu. Das kann ich schon mal aus vollster Überzeugung sagen. In welchem Stadtteil bin ich hier eigentlich? Du hast überall Motorrad- und Autohändler. Ja, Power ist natürlich auch da, ganz klar. Was will man anderes erwarten? Das ist eine 700er. Das Fahrwerk ist auch nicht zu weich. Beim Gasgeben und Bremsen merke ich natürlich, dass sie vorne ein- und ausfedert. Aber das Fahrwerk ist angenehm, würde ich mal sagen. Es ist auf jeden Fall sportlich, das kann man sagen, ja. Aber es funktioniert auch sehr gut. Schaltvorgang funktioniert auch sehr, sehr gut. Das Getriebe schaltet butterweich. Man muss wirklich sehr, sehr wenig bis gar keine Kraft aufwenden, um den Kupplungshebel zu ziehen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Im Englischen würde man sagen effortless, quasi aufwandslos. So fühlt sich das an. Es ist ein sehr einfaches Fahren. Dazu ist die Sitzposition natürlich für das einfache Rumgurken perfekt. Ich meine, für andere Fahrweisen natürlich auch nicht unbedingt schlecht, aber einfach so zum Rumcruisen, wobei sie jetzt nicht unbedingt dafür gebaut ist, aber einfach so fürs Rumcruisen ist es in Ordnung. Da ist es
echt geil. Und die schießt natürlich hinten raus. Also mittlerweile irgendwie die Mopeds schießen alle. Das ist anscheinend nicht nur bei BMW so. Ja, ich vertraue den Reifen einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vertraue ihnen einfach nicht. Hier haben wir die verschiedenen Anzeigen, habe ich gerade herausgefunden. Über diesen Select-Button kann man durchschalten durchs Menü. Da haben wir jetzt zum Beispiel Temperatur, dann haben wir Motortemperatur, dann haben wir Durchschnittsverbrauch, aktuellen Verbrauch, laut Gasstellung zumindest. Dann haben wir Tageskilometerzähler, Tageskilometer 2, die aktuellen Kilometer und dann sind wir wieder bei Temperatur. Ah ja, okay. Mir wird hier die ganze Zeit Eco angezeigt. Heißt das, dass ich ökologisch fahre? Jetzt ist es weg. Also wenn ich Gas gebe, ist es weg. Schon sehr amüsant. Was ich auch geil finde von den Jungs vom Motorradfinkel ist, dass die bei jeder Vorführmaschine jetzt die RAM-Mounts verbaut haben. Das heißt, diese Handyhalterungen, das ist mega geil. Das ist ein Service, Freunde. So, jetzt ist weit und breit hinter und vor mir keine Sau. Jetzt machen wir mal schnell einen Bremsentest. Okay, alles klar. Ja, funktionieren sehr, sehr gut. Man merkt, dass dann das Fahrwerk schon wirklich hart arbeiten muss. Also sie federt schon wirklich brutal ein, merkt man. Okay, alles klar. Da ist sie vorne ein bisschen gerutscht. Aber gut, das liegt an den Reifen. Es ist einfach wirklich, es hat 11 Grad draußen. Es ist echt nicht die perfekte Temperatur. Noch dazu sind es keine wirklichen Straßenreifen. Klar, also wir sind halt für sowas eher suboptimal. Bestätigt aber nur wieder meine Annahme von vorhin, dass die Reifen nicht unbedingt optimal sind. Es tut mir leid, wenn ich nicht wirklich weiß, wo ich hinfahre. Es tut mir wirklich leid. Aber ich war hier noch nie. Ich bin hier noch nie gefahren. Und ich habe noch keine richtige Teststrecke. Eigentlich wollte ich ein bisschen Stadt fahren. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Aber, naja, für den ersten Eindruck ist es in Ordnung, würde ich mal sagen. Leute, mir ist gerade was aufgefallen, wo ich hier bin. Seht ihr dieses Schild? Seht ihr diese Dinger da auf dem Boden? Das ist ein Flughafen. Ich bin einfach auf dem verfickten Flughafengelände. Hoppala, ja. Ich fahre wieder. Es sieht nicht aus wie ein Flughafen. Es gab nur ein paar Anzeichen, die ich aber, sage mal, im Laufe des Videos einfach nicht gecheckt habe. Bis mir dann aufgefallen ist, das Gelände, wo ich gerade war, ist militärischer Sicherheitsbereich. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video am Freitag, Freunde. Bis dahin, Jay ist raus.